Herzlich willkommen zurück in der nächsten Anno-Aufnahme. Diesmal, da Teragi anscheinend ein wenig krank ist, in einer vermutlich etwas längeren Session, sofern uns nicht ein unerwarteter Tod ereilt hier mit unseren lieben ist Mitspielern. Klar, ist klar. Was denn? Mir ist gerade auch ein Fehler noch passiert. Wahrscheinlich sind die ersten Worte von dir abgehakt bei mir. Oh, gut, dass ich dir die Audiospur schicken kann. Wup, wup. Weil ich Depp drückt auf Timer starten, ja. Aber nicht auf Aufnahme. Ja, und da hast du schon die ersten beiden Wörter gemacht. Oh, tut mir ja leid. Ja, dann schicke ich dir halt die Audiospur und keiner merkt was und alle fragen sich, was du überhaupt da für einen Scheiß laberst. Das war doch Achtung, alles toll. Produktionsstillstand. Wo waren wir genau stehen geblieben? Ich weiß, wir hatten uns wieder halbwegs stabilisiert, aber wo genau wir jetzt... Oh, cool, das wusste ich noch nicht. Wir sind gerade dabei, durch Tor ein bisschen Minus zu machen. Ach so, ja, weil er ja zu blöd ist, vernünftigen Gewinn zu machen. Wir müssten 750 haben, damit wir auf 0 kommen, meine ich, ne? War das? 750 plus müssen wir haben, damit das eine Nullnummer wird. 700 war. Oder 700. War ja, trotzdem sind wir dadurch kräftig gerade im Minus. Also der ist absolut unbrauchbar. Oh, ja, aber Sokov hat auch versagt. Willkommen bei Sokov. Ja, Sokov haben wir noch eine knappe halbe Stunde Cooldown. Also in der nächsten Folge können wir uns um Sokov auch wieder kümmern. Ach so, ja, ich weiß, was ich letzte Folge gebaut habe. Ich kann nicht mehr, was ich noch mache. Ein Finanzzentrum. Warte mal, wo war ich denn stehen geblieben? Irgendwo hier. Ach, keine Kohle mehr da. Ja, das ist blöd. Ich muss mal eben Kohlen fahren. Wo sind überhaupt unsere Schiffe? Da ist ein Trimaran. Der taucht jetzt erstmal auf. Mein Trimaran ist ja gekapert worden. Ach so, ja, deswegen haben wir nur noch einen. Was lässt du dir denn auch einfach wegnehmen? Also ehrlich. Ich würde sowas nie machen. Ja. Und wir wollten, Violet Cow, nee, Purple Cow, herstellen. Oh Gott. Oh Gott, ich habe nur 17 Tonnen Kohle. Hilfe! Ich brauche Kohlen. Ich brauche mehr Kohlen. Sitzt du wieder auf heiße Kohlen? Oh ja. Nachdem wir hier oben... Warte mal, wir haben ja Energieüberschuss mittlerweile, weil wir haben ja ein AKW. Ja, hör auf zu heulen, das Kraftwerk fährt ja gerade hoch. Oh, was? Wie? Wie? Sagen wir mal so, unser Atomkraftwerk ist jetzt beim Maximum angekommen laut Anzeige, was aber anscheinend nicht stimmt. Und trotzdem haben wir Energiemangel gehabt und unser Energiehaushalt, den wir im Moment haben, ist bei 9 Energie und gerade noch gestiegen. Weil ich jetzt gerade ein paar... Feuerwehren und Krankenhäuser ausgemacht. Ach so, ja, dann reicht ein AKW uns eigentlich schon nicht mehr aus, um die Stadt komplett zu versorgen. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Ja, wir sind super. Ja gut, das liegt aber hauptsächlich auch an unseren Entsäuerungsstationen und so, ne, weil die brauchen halt ganz schön Energie. Dafür ist unsere Insel jetzt nur noch minus 71 in der Ökobilanz und nicht mehr so toranfällig, wenn ich das mal so sagen darf. Ah. Also sturmanfällig, obwohl Stürme hier sind ja anscheinend Pussys, die haben Tor ja auch verschont. Wir müssten vielleicht ein bisschen Fisch wieder... Ja, machst du nur aufmachen. Ich habe die, glaube ich, nur stillgelegt. So, und jetzt muss ich mal gucken, weil es wird uns gar nicht mehr angezeigt. Die diplomatischen Sachen werden uns gar nicht mehr angezeigt hier an... Okay. Apropos, wie viel Kohle habe ich denn hier noch? Naja. Oh, hier ist Kohle genug! Ich weiß, wo unsere ganze Kohle geblieben ist. Ja. Ja, definitiv weiß ich, wo sie geblieben ist. Auf unserer Gewürzinsel sind 163 Tonnen. Warum haben wir eigentlich so viel Bilanz? Das ist so schön. Weil wir ein Plus von 500 Danke. Durch Tor trotzdem Damit haben. Damit haben sie mir sehr geholfen. Ja, das wird immer weniger, alter Tor. Du hast kein Händchen für... Oh, warte mal. Rote Schiffsarmee auf dem Weg zu uns. Guck mal auf die Karte. Habe ich gerade so aus dem Augenwinkel gesehen, dass sie alle anfangen auszuschwärmen und so. Ich könnte ja mal was versuchen. Ich pull mal was. Ich versuch mal was. Bring uns bitte nicht um. Oh. Hast ihn nicht erwischt? Ja. Weichei. Den Stahl, Beton können wir auch noch mitnehmen. Du hast den goldenen Finger dafür. Die Barracuda nicht ich. Liegt, pfeift auf deinen Fall. Bla 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 bla, Barracuda. Solange der nicht irgendwas kapern will, ach, der hat doch wahrscheinlich wieder mit Sokov hat der doch hier, Gebäude steht unter feindlichem Beschuss. Was? Unser Kontor wird angegriffen von Hector. Hast du nicht den Hauch einer Chance. Was hast du getan? Ah,
Anscheinend ja schon. Sokov, helf uns! Soll das Kontor doch zerstören? Mein Gott, dann baue ich's wieder auf. Solange mein Schiff in Ruhe lässt, ist mir alles. Oh, tschüss! Abtauchen! Oh, tschüss! Du kannst mich mal! Er ist dreist. Du kannst mich doch mal ganz gerne haben, du blöder Pirat. Der greift gerade Sukhov ein bisschen an. Pff, soll er doch. Und unseren Hafen. Wir brauchen Wehrtürme. Sukhov, hilf uns. Die Wehrtürme, die werden nicht lange halten. Was gegen... Ja, Keto. Ich vergaß, ich wollte schon sagen, also... Oh oh, unser Handelsschiff. Wir brauchen einen Reparaturdock. Ich hoffe mal, das wird nicht angegriffen. Na toll. Energieversorgung mangelhaft. Ne, dann, ist es... Kann man nicht. Oh Gott. Junge. Sollen wir deine Kähne entführen? Ach, was soll's. Ich leg auch lieber die Füße auf. Halt's Maul. Ja. Halt's Maul. Ah, jetzt sind die ganzen Abkommen auch wieder hier oben. Da mussten wir jetzt 3000 ausgeben für ihn. Ich weiß nur nicht, ob Keto das so lustig findet oder sonst irgendjemand, dass wir jetzt einen Reparaturdock haben. Normal sind die doch da ein wenig pingelig. Oh, Einfluss bei Sukhov. Keto ist da. Pingelig. Die müsste eigentlich ihre Truppen jetzt losschicken. Tut sie aber gerade nicht. Vielleicht sind sie im Nebel. Ah. Energieversorgung. Achso, wir haben ja auch Bevölkerungsschutz. Ja, klar. Ah. Sobald der ausläuft, werden auch unsere Schmieden. Schrott. Schmieden. Unsere Schiffsschmieden. Ja, unsere Werften. Da haben wir so wenige. 2 Stück. Ah, das war Ironie. Oh, da ist doch ein Reparaturdock. Warum möchte ich jetzt noch eins gebaut? Na egal. Wir müssten eigentlich ein bisschen Ölbohrplattformen bauen. Das ist dein Job. Du hast Unterwasser. Flupp. Sukhov Transnational hat meine Sukhov Familie. Sukhov, was willst du von mir? Sukhov wird dann zwar ein bisschen angepisst sein, aber. Bekomme ich Angst, ja, Angst, dass wir alles verlieren und wieder dort landen, doch, wo wir einst begonnen haben. Arsch! Hier gibt's keine Energieknappheit. Alles nur Lügen und. Ich glaube, ich muss über kurz oder lang wirklich zusehen, dass wir ein zweites AKW kriegen. 16 Tonnen Brennstäbe haben wir, also es würde für ein zweites reichen. Wenn das steigt, baue ich auch vielleicht noch ein zweites über kurz oder lang. Im Moment geht's ja noch ohne. Wir brauchen, Geld. Ach, nee, echt? Ich wollte mir nämlich gerade ein, Schiff kaufen. Aber wir brauchen Geld. Nice. Aber jetzt kann ich hier die Handelsroute registriere anpassen. Friedensschluss zwischen Nachbarn. Oh. Ist klar, meine Freunde, ist klar. Die haben wieder Spaß, die beiden. Ja. Ich schick mal eben unser Handelsschiff zum Reparieren, bevor das hier noch kaputt geht. So, wie sieht's denn die Hauptinsel aus? Auch tolles Deutsch. Unsere Burger sind scheiße voll, die muss ich mal ein bisschen reduzieren. Kunststoffe steigen auch ein wenig. Kalk, nun ja, sinkt. Aber wird natürlich auch immer abgeholt. Und funktionelles Essen steigt auch. Wir brauchen jetzt nur noch ein paar überirdische Carbonanlagen. Und ich brauche ein Schiff. Wieso musst du etwas schiffen? Kann ich die Ocelot dann gleich mal nehmen? Ja, klar, wenn sie gleich oben angekommen und entladen ist. Warum lädst du denn die Sachen da ab? Warum nicht? Ach so, ja, stimmt. Sie glauben, du wolltest ja, nicht, ja viele Stunden Dingens. Arbeit. Kannst du haben. Für schlechte Zeiten Sachen aufheben. Ja, ich hab hier ja Fleisch. Und das wird ja auch nicht schlecht. Also, ein bisschen Fleisch kann man bei Raumtemperatur doch ein paar Wochen lagern. Da passiert nichts. Bisschen Fleisch haben wir hier, 150 Tonnen, bisschen Gewürz haben wir auch, kommen wir genauso viel, damit können wir erstmal leben. Damit haben wir einen gewissen Puffer, das Schiff ist auch wieder betriebsbereit, das darf dann, ups, falscher Knopf. Das darf dann jetzt auch wieder auf Route gehen. Und tschüss. Auf Route? Auf Ralf, ja. Wieso sollte sie auf Route gehen? Weil es kann.
Ah. Bosch Strindberg macht immer noch Verluste mit unserem schönen Geld. Stümper. Ja, Stümper. Und Keto... Ja, das ist so eine Sache. Oh, Bauzellen haben wir gerade verkauft. Seit wann verkaufen wir Bauzellen? Und seit wann kaufen wir Beton? Geht ja gar nicht. Hab damit nichts zu tun. Lasst mich aus dem Spiel. Guck gerade, was wir noch so übermäßig viel haben. Burger auf jeden Fall. Um uns mal ein bisschen rumkümmern. Hier gibt's doch nirgendswo Energieknappheit. Wo seht ihr denn die Energieknappheit? Also echt. Was haben wir denn noch, was wir loswerden könnten? Trüffel sind fast alle. Wie? Jetzt schon wieder? Die habe ich doch gerade erst gebracht. Es gibt ein oh Gott, der will schon wieder Kohle. Sie können wie viel will er denn jetzt wieder haben? 35 Tonnen Kohle will er wieder. Waren. Dieser die verlieren Sack. Alles. Na gut. Kriege ich irgendwie noch aus meinem... Ich brauche mehr Trüffel. Ich brauche so ein Schiff schnell. Was ist denn Erzulat willst du? Brauch ein Schiff, so haben wir jetzt so wenig Geld wieder. So, ich hab ja... ja ich hab ganz ja ehrlich, wollte ich dich gerade fragen, was machst du eigentlich die ganze Zeit? Öl abbauen. Das Ding so, drei Ölbohrtürme haben wir und ich bin überrascht, dass Sukhov nicht... Beim vierten wäre der aufs Dach gestiegen, hätte er sofort einen Krieg erklärt. Oh, da ist ja mein Schiff. Ja, ich habe ja noch Zeit, um Sukhov die Kohle zu bringen. Nicht jetzt! Wir haben ja noch 10 Minuten Bevölkerungsschutz bei Keto. Schiff, zurück, Marsch, Marsch, ich brauch Kohlen. 15 Minuten Waffenstillstand bei Hector. Toll. Tod auf Raten. Irgendwie wird das hier so zum Standard, kann das sein bei uns? Ja. Wir brauchen 10.000. 10.000, 6.000. Immer so auf als Puffer, wenn ein Tor wieder Schonfrist abgelaufen ist und so. Oh ja. Damit wir ihm die Schonfrist wieder in den Arsch schieben können. Nein, du erklärst uns nicht den Krieg. Er wartet doch nur darauf, dass er den roten Knopf drücken kann. Ja, er hat den Finger immer auf dem Abschussknopf für die Atomraketen, die er gar nicht haben darf. Moment, ich muss gerade mal gucken. Hat der Abschussbasen hier? Sollte er eigentlich ja nicht, ne? Hatte er ja aber auch bei unseren Tiefsee an Let's Play. Ah ne, hier bin ich ja gerade bei Sukhov. So, Abschussbasen. Herstellen, glaube ich, wa? Abschussbasen. Registriere Energieknappheit. Hier ist keine Energieknappheit. Alles Lügen. Also auf seiner Hauptinsel ist kein... Er hat ja so viele Inseln, also... Hier ist auch keine Abschussbasis. Okay. Ah nee, das war ja nicht in unserem Let's Play. Wir hatten ja den Tor nicht in unserem Let's Play. Was denn offscreen? Ja, das war in unserer Einzelsession. Unserer privaten Session. Ah, doch, der hat hier Abschlussbasis. Sie haben den Zeitpunkt für Ihre Investition aber auch ziemlich ungünstig gewählt. Ja, klar, wir... Was? Verlust von 3.000, du Arsch. Ja. Wir haben den Zeitpunkt ungünstig gewählt, ist klar. Immer sind die anderen schuld. Er hat eine Abschussbasis, habe ich zumindest jetzt gesehen. Das heißt, wir brauchen ein Raketenschild. Eine. Ob er sie benutzt, ist eine andere Sache. In den Foren steht eigentlich, benutzt er sie nicht. Ja, das hast du doch auch schon mal ausprobiert. Nee, immer noch nur eine gefunden. Eine reicht schon. Ja. Ist zwar kein großer Beinbruch, wenn da wirklich nur eine ist und die auf uns niederprasselt, aber... ich will's eigentlich nicht ausprobieren. Naja, in Real Life wäre das ein Riesenbeinbruch. Ja, aber nicht hier. Bei der Logik von Anno 2070 weißt du doch ganz genau, dass da nichts passiert. Leider. Ich meine, das Gebäude, was es trifft, ist zerstört. 3-4 im Umkreis sind zerstört und für die nächste halbe Stunde fängt alles, was du da hinbaust, an zu brennen. Das war's. Du kannst gar nichts da hinbauen, weil da ein Krater ist. Auch gut. Haben wir ja ausprobiert, als unsere
Tycoon-Insel die Echo-Insel zerstören wollte und dann selber zerstört wurde. Der Raketenschild. Oder das Atom-U-Boot. Oh ja, das Atom-U-Boot ist halt toll. Scheißteil. Oh, wir haben wieder Trüffel. Ach, war immer noch viel zu wenig. Es war weg. Das Atom-U-Boot, es war weg. Kunststofffabrik. Lagervoll, oder Mann, was? Mann, guck dir das mal an. Die ganzen Schiffe, die hier im Hafen sind. Cool. Da ist ein Öltanker. Können wir den Öltanker kaufen? What? Da, der hat einen Öltanker gekapert und in seinen Hafen stehen. Der muss von Sukhov sein. Ja, cool. Ich denke mal, wenn man den kauft, verwandelt er sich für uns in einen ganz normalen Cargoliner. Kann man das Ding kaufen? Wenn wir ein Friedensabkommen mit denen haben, wahrscheinlich ja. Unser gesäpptes Schiff liegt immer noch glitzernd im Hafen. Wir können und alle unsere Schiffe zurückkaufen von ihm. Im Teufel werde ich tun, von ihm auch nur ein einziges zurückkaufen. Wollte ich sowieso machen, aber mit unserem Geld, ja. So, wir haben gleich wieder unsere 6000. Ja, wir haben noch 10 Minuten Zeit. Bei Thor und bei Hector und nur noch 5 Minuten Zeit bei Keto und dann müssen wir wieder unsere Kontore abreißen. Ich hasse das, ich habe jetzt schon keinen Bock drauf. Das ist so nervig. Dann sollte ich ja schon mal anfangen, Material ranzufahren, damit wir auch überall Kontore bauen können. Ja, eine Stunde müssen wir dann wieder die Kontore abreißen. Oder eine halbe Stunde? Eine halbe Stunde, glaube ich. Eine Stunde Cooldown oder wie viel ist da drauf? Ne, 2 Stunden Cooldown. Ja, eine Stunde. Ich muss quasi überall gleichzeitig sein, wenn ich wieder abreißen und hinbauen und abreißen und hinbauen und abreißen. Das wird spaßig, das heißt wieder idlen. Naja, nicht wirklich idle, ne? Es wird dann stressig, indem wir müssen dann halt alles manuell hin und her fahren. Idle. Nicht fort, kein Fortschritt, immer nur dafür sorgen, dass das, was da ist, läuft. Und du verkaufst Fertiggerichte. Ja, warum nicht? An unseren Herrn und Meister. Ja, mein Meister. Registriere Energieknappheit. Was hast du gebaut? Nix. Was? Das hat 2000 gekostet. Was hast du gebaut, was 2000 kostet? Finde es heraus. Die Ökobilanz steigt. Also hast du was Ökobilanziges gebaut. Wie kommst du denn da drauf? Ah, da oben, ich seh's. Wo ist denn das Schiff schon wieder geblieben? Ach, da. Dem, Kriegserklärung zwischen Nachbarn registriert. Sukhov. Alter. Die beiden, ne? Ich glaube, wir sollten Sukhov. Die brauchen mal dringend ein Zimmer. Hast du bei unserer Sake-Herstellung hingestellt, ne? Was? Achso, ja, hab ich. Tief ist wieder unterwegs, es holt neue Trüffel. Neue Trüffel? Yep. So, Bilanz ist allerdings deswegen nicht mehr so schön. Ja. Ich weiß aber auch nicht genau warum, weil wir keinen Champagner haben. Die Konkurrenz haben, ist hier stark, aber das schreckt mich. Sagen die Ingenieure. Wir hatten noch nie welchen. Und Mitbestimmung müssten wir eigentlich auch noch mal ein bisschen ausbauen. Ja. Ob wir das Geld haben, hier Mitbestimmungstürme zu bauen, das ist überflüssig. Ja, muss ja alles abgedeckt sein hier. Wir könnten auch die Stadt noch erweitern, aber das kostet auch wieder Geld. Wir können ja schon mal eine Konzernzentrale bauen, los. Dafür brauchen wir Exekutive. Ach nee. Aber dafür brauchen wir die Exekutive. Um wieder ein paar Trüffel. Wir haben viel zu wenig Trüffel. Eigentlich müsste ich die Produktion da unten ausbauen. Legislative und die Legislative. Was war das nochmal? Judikative war Gericht. Gesetzgebende. Dann war das der Gesetzgeber und der Ausführende, ne? Jupp. Geschichtsunterricht.
viel zu lange her. Oh. Wo? Aha. Ersten 20 mit deinem Gepiepe. Werden wir wohl noch nicht erfahren, ob Keto herumraged. Was heißt ob? Sie wird wieder rumragen. Rumragen. Was habe ich denn jetzt hier gemacht, großartig? Ein AKW gebaut hatte ich letztes Mal schon. Ich habe eigentlich gar nichts gemacht, außer Material zu transportieren. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wo das Schiff ist. Die Pause. Nee. Das ist eine große Pause. Wir hatten viel Geld, ja? Hatten wir nie. Doch, ach, wir waren schon bei 50.000, waren wir schon mal. Aber wir haben ja all unser Geld für... Müssen wir einmal kurz einen Klick machen? So. Für miese Geschäfte, für zwielichtige Geschäfte ausgegeben, die dann nichts gebracht haben, wirklich. Weil konnte man doch nicht vorher wissen. Ja, nur weil Sukhov einmal uns 11.000 oder so, nee, 10.000 gegeben hat. Hey, der hat super gearbeitet. Fast 10.000, es waren 9.000 noch was. Aber das war fast 10.000. Beim Einsatz von 9.000 oder so? Ich glaube, ich habe nur 9, oder hatte ich 20 eingesetzt, ich weiß es gar nicht mehr. Die höchste war das, glaube ich. Na egal, auf jeden Fall hat es da funktioniert und vielleicht funktioniert es beim nächsten Mal ja wieder, hoffentlich. Die war über 30 Minuten, 2.000 wäre minus, also plus minus 0 gewesen. Kannst ja ausrechnen, wie viel der Einsatz war. Ja, hau rein. Du hast doch deinen Taschenrechner-Handy da rumliegen. Ach. Also, 2000... Oh, jetzt macht er das auch noch wirklich. Ich glaub's ja nicht. Moment, ich rechne das im während Kopf. Der da rechnet, ja, viel gemacht haben wir in der Folge jetzt eigentlich nicht. Du hast angefangen mit 3 Ölbohrinseln mal zu bauen. 15.000, kann das sein? Möglich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nee. Auf jeden Fall haben wir dann außerdem jetzt noch wieder, ach, oder ich habe noch wieder Trüffel rangeschafft, damit wir wieder die, was war's? Gourmet. Wie hieß es? Gourmet-Menüs, genau. Oder das war es. Hummer mit Trüffel. Hummer bestäubt mit Trüffel. Warum und auch Burger. Immer. Da haben wir uns auf jeden Fall. Oh, und Fisch. Hummer. Wir müssen beim nächsten Mal echt gucken, ob wir noch genug Hummer haben, fällt mir gerade ein. Wir haben noch einen Vorrat von 200, deswegen müssen wir es schnell Forscher kriegen, um Hummerzucht-Dingens zu bauen. Genau, das die Köder. Genau, die brauchen wir dringend. Und naja, ansonsten, Keto ist in der nächsten Folge, glaube ich, wieder dran. Was eigentlich war's sonst noch? Alle auf einmal? Oh Gott. Oh, scheiße. Das wird lustig. Okay, dann wird's in der nächsten Folge ein bisschen stressig für uns, für unsere Zuschauer wahrscheinlich eher langweilig, weil wir nicht sehr viel machen können, außer, naja, ich werde hauptsächlich handeln müssen und du wirst wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwelche versuchen, Geld ranzukriegen irgendwie und Aufträge genau. Hin und her zu schieben, ja. Oh Gott, ich hab dich vergessen. Scheiße. Wie kann es nur? Vergessen. Oh mein Gott, eine ganze Folge hat er nicht an Aufträge gedacht. Der tut mir ja fast leid. Ich glaube, ich gehe jetzt in die Ecke und heule. Ja, stell dich in die Monitorecke und schäm dich. Gut, ja, wir sind hier dann jetzt erstmal raus und morgen geht's dann mit gerade Besagtem weiter. Ciao, ciao. Jo, bis dann. Ciao. Thank you.